mache heute ein Unboxing-Video, denn ich habe gerade dieses Päckchen hier vom lieben Sunlight Guy, vom lieben Tim bekommen. Und ich bin total überrascht, dass es so fix ging. Also soweit ich weiß, hat es ja gestern erst weggeschickt und heute ist es schon da. Das ist ja Wahnsinn. Wow. Ich freue mich tierisch drüber, denn der liebe Sunlight Guy hat mich ja etwas besorgt. Und aber dazu gleich mehr, wenn ihr wisst, was es ist. Ich gucke jetzt erstmal gerade, wie was wo. Sehr schön hat das zugeklebt. Wirklich sehr toll. Hat das wieder sehr gut gemeint. Mal gucken, ob ich es aufsehe. Ob ich so gut dafür bin. Jo, mal gucken. Ich mach's einfach hier an der Seite auf. Freue mich da jetzt nur weiter rumtue. So. Ganz gut eingepackt in Polsterfolie. Okay. So, ja. Das hier ist drin. Und zwar ist es eine Sailor Moon CD. Und zwar von Sailor Moon Crystal Session 3. Also. Von der neuesten Sailor Moon Crystal Staffel. Wahnsinn. Hier auch wieder eingepackt. Und, ja, und zwar hat der liebe Tim mir eine CD mitbestellt, weil ich wollte mir die CD unbedingt kaufen. Ich habe bei bei eBay habe ich sie gesehen, bei Amazon, aber alles so für so ab 45, 50 Euro oder wie. Ne. Also ich liebe Sailor Moon, aber für eine CD zahle ich keine, 50 Euro. Ja, also da hätte ich dann lieber drauf verzichtet, diese wieder für 50 Euro zu bezahlen. Und zwar geht es um diese hier, die Soundtrack-CD von Sailor Moon Crystal Session 3 mit dem wunderschönen Cover von den Autors, mit diesem Fensterglas-Design, das ist so Hammer. Und ja, die CD wollte ich mir kaufen und da habe ich ihn mal gefragt, wie es so ist wie bei CD Japan. So mit den Versandkosten und wie lange es dauert und ob das beim Zoll landet. Weil ich habe ja keinen Zoll hier gleich in der Nähe. Also ich sehe nicht so, dass ich jetzt mal in 5 Minuten eingelaufen bin. Ich müsste da locker die 60, 70 Kilometer fahren. Und ja, und hat der liebe Tim mir vorgeschlagen, hey, pass auf, ich habe eh vor, mir die dann zu bestellen. Und bestelle ich dir eine mit. Und ja, und ich bin Tim so dankbar, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Weil ich habe zu dieser CD wirklich nur einen Bruchteil bezahlt, bei CD Japan, wie jetzt, wie wenn ich sie jetzt bei Amazon oder bei eBay gekauft hätte. Ne? Und wie gesagt, also 50 Euro wäre sie mir nicht wert gewesen. Ich war echt am Überlegen, ich habe sie mir bei Amazon auch schon in den Warenkorb geschmissen. Aber ich habe gezögert. Mein Hals heute im Moment echt. Ich war zwar kurz davor, sie mir zu kaufen für den Preis. Und mir gedacht, nee, 50 Euro. Ich meine, ich hätte sie wirklich gerne, aber für 50 Euro, nein. Und bei CD Japan hat es wirklich nur einen Bruchteil gekostet. Ne? Also so wirklich kein Unterschied. Und und jetzt habe ich sie. Danke, lieben Tim. Ja, und zu der CD gab es auch noch eine Karte. Und zwar schaut die so aus. Also es ist eine ganz normale Karte. Ich tue sie gleich mal raus. So. So schaut die aus. Also es hat das Cover von dem CD-Cover. Und ja, es ist halt eine stinknormale Postkarte. Ist jetzt nichts irgendwie weltbewegendes. Aber ich finde sie trotzdem sehr schön. Und ich finde es schön, dass trotzdem irgendwie noch so eine Postkarte mit dabei ist. Ne? Und genau. Das war es eigentlich auch schon. Mehr wollte ich gar nicht. Zu dieser CD mache ich auf jeden Fall auch ein Review. Also ich werde euch jetzt aber nicht die Lieder irgendwie vorspielen oder sonst was. Ich kann euch dann nur erzählen, wie sie ist, weil ich werde sie mir dann auch gleich reinschmeißen. Und aber ich werde darüber ein Review machen, weil ich schätze mal, da ist auch ein Buckel oder irgendwas drin. Und
so wie es auch Telegram sind, sogar zwei CDs drin. Und ich aber nein, ich zeige sie euch in einem extra Review. Wann die kommt, weiß ich nicht. Die nächste Review, die ich hochladen werde, wahrscheinlich auch heute, wird sein Video zu dem Antikotein-Wandkalender, aber nicht ohne, dass ich da ein anderes Oberteil habe, wie letzte. Das habe ich gestern schon aufgenommen. Ja. Aber dazu wird es auch eine Review geben zu dieser wunderschönen CD. Und ja, ich bin dem Tim auf jeden Fall übelst dankbar. Ich weiß, ich habe mir schon 50.000 Mal bei Tim getan. Aber ich bedanke mich hier auch nochmal. Also ich danke dir wirklich total, lieber Tim. Es war so lieb, dass du mir die mitbestellt hast. Ich wüsste gar nicht, was ich da hätte machen sollen. Ich hätte dann wirklich ins kalte Wasser springen müssen und mir die dafür 50 Euro bei Amazon bestellen müssen. Ne? Und so habe ich sie trotzdem mit Versand und den Zollkosten zu einem sehr, sehr guten Preis. Danke dir. Und ich danke dir wirklich von Herzen. Dankeschön! Ja, genau. Ja, meine Lieben, das ist mein neuester Hungenschaft. Mal wieder was von Sailor Moon. Weil ich wurde ja auch jetzt schon gefragt. Ja, wann machst du mal wieder ein Sailor Moon Video? Ja, ich weiß, ich mache im Moment sehr viele Attack on Titan Videos, ich weiß. Aber im Moment hat es mir Attack on Titan einfach mehr angetan. Und und im Moment Sailor Moon, was ich halt auch haben möchte, ist noch nicht draußen oder muss halt auch bis nächste Woche warten. Ich meine, ich kann mir das Zeug ja auch nicht aus dem Rücken leiern. Ich meine, das Zeug kostet ja auch alles Geld. Und Attack on Titan hat es mir halt im Moment trotzdem irgendwie ein bisschen mehr angetan. Das sage ich euch ganz ehrlich. Aber das heißt natürlich aber nicht, dass ich. Das heißt aber nicht, dass ich jetzt Sailor Moon nicht mehr mag oder überhaupt. Ganz im Gegenteil, ich liebe es. Ich meine, ich kenne es seit 20 Jahren. Und aber im Moment so Attack on Titan ist bei mir mehr so weit da vorne, weil da gibt es halt im Moment auch nichts mehr. Ne? Also ich meine, der Manga, der kommt immer wieder neue Bände raus. Und bei Sailor Moon, das Merch ist halt so. Ja, muss man haben, braucht man aber nicht wirklich. Ne? Das sind so Merch-Artikel, wo du denkst, nee, brauchst du nicht. Also ich finde nicht. Und und die Sachen, die ich halt haben möchte, die sind jetzt vor kurzem erst erschienen oder noch gar nicht erschienen. Und ich meine, wie gesagt, ich kann mir das Zeug auch nicht aus dem Rücken leihen. Das Zeug muss ja auch alles geben. Ne? Und aber zu dieser schönen CD wird es natürlich eine Review geben, wenn da ein Booklet drin ist. Werde ich euch das natürlich auch zeigen. Ich werde sie euch aber nicht vorspielen oder sonst irgendwie. Das müsst ihr dann halt irgendwie mal selber irgendwie rausfinden, wo ihr das euch mal anhören könnt. Vielleicht gibt es ja bei Amazon irgendwelche Hörproben. Ist ja meistens so bei CDs. Und aber ich werde euch so vom Design her, wie es aufgebaut ist, werde ich es euch zeigen und werde und werde euch das Booklet zeigen, wenn es da eins gibt. Und Ja, meine Lieben, das war's schon mit meinem Unboxing-Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Kommentieren, abonnieren, liken und bis zum nächsten Video. Bye, bye!